City. Ja! Ab in die Verlängerung, es war 3-0! Jawoll! Moin Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf dem Kanal Game Axel. Heute kommen wir zu einer neuen Folge der One Season Wonder. Heute ist die dritte Folge und am Ende der letzten Folge bei Juve lief es nicht ganz so gut. Deswegen habe ich keine Trainerangebote bekommen. Dachte dann, gut, ich simuliere eine Saison weg, wurde zweimal entlassen. Einmal bei Juve, einmal bei Palmeiro. Und dann bin ich zu Empoli und da wurde ich jetzt wieder entlassen und habe immer noch keine Trainerstellen bekommen. Und ich dachte einfach, ich nehme das jetzt, was als nächstes hier kommt. Was halt als Bestes ist, als Angebot. Wir haben einmal in der Serie B, wer zum Fick bist du? Associat Calcio Reggiana. Dann haben wir Ternana in der Serie B. Ah ne, da steht's ja. Ternana Calcio. Venedig. Ja, die sind immer in Serie A. Und dann nehmen wir die. Wir müssen uns jetzt einfach wieder hocharbeiten. Ja, One Season Wonder, wir machen das beste Team hier rausholen. Wir holen hier das Beste raus. Wir schauen uns erstmal das Team von denen an. Ah, da spielt Poyanpalo. Den kenne ich noch von Leverkusen. Verträge laufen hier am Ende der Saison. Keine aus. Wir haben auch niemanden verliehen. Wir haben auch niemanden ausgeliehen. Ich finde dieses Logo geil. Einfach so ein V. Dann simuliere ich ganz kurz in die neue Saison rein. Ja, und dann schauen wir mal, was wir am besten hier rausbekommen. Aus dieser Mannschaft. In der neuen Saison angekommen. Werde ich erstmal keine Verträge verlängern. Ah, Kevin Müller, den kenne ich. Von Heidenheim. Ich setze zum 100. Mal. Ah. Ja, wobei. Hier setze ich nicht ganz gerade auf die Transferliste, weil ich kann eh nicht so viel machen. Ich habe ein Transferbudget von 17 Millionen. Ich hätte gesagt, ich hole einfach so einen krassen Spieler. Und der carried uns halt durch. Ja. Wen auch immer, ich will 17 Millionen gutes Grill. Schauen wir mal nach. Und ich habe da eine gute Idee gehabt. Und zwar dieser Milik. Den hatten wir bei Juve schon mal. Und dann tausche ich da einfach irgendjemanden ein. Ah, Cuisance spielt hier. Na, können wir nichts machen. Milik ist ein Dickle zu teuer. Kleines Tickchen. Idee einfach Belotti. Mal für 10 Millionen und eine Weiterverkaufsgebühr einfach mal schnappen. Ja, für 12 Millionen. Ist ein Schnapper. Saison bringen. Er ist unsere Lebensversicherung. Ohne ihn geht nichts. Also ich habe es noch nicht erwähnt, aber Laien sind natürlich selbstverständlich verboten. Das wäre ja viel zu OP. Gerade bei kleinen Vereinen. So, dann Pierni geht raus, Belotti rein. Ich mache mal noch unsere beste Mannschaft. Das ist ja gar nicht die beste Mannschaft. Mit dieser Mannschaft simulieren wir jetzt in den Winter rein. Wir sind am 1. Januar angekommen und sind nicht mehr der beliebteste beim Vorstand. Wir haben nur noch, wie man früher gesagt hat, ein heutzutage heißt Manager-Popularitätswert von 51. Früher hieß es einfach so Manager-Rating. Aktueller Rang. Kritisch. 11 Punkte. Nach 18 Spielen. 5 Punkte zum Retten der Ufer. Mit dieser Mannschaft. Belotti hat nur noch eine 75. Warum habe ich diesen Belotti eigentlich geholt? Der hat wahrscheinlich jetzt gefühlt noch einen Marktwert von so 3 Millionen. Ja, wofür habe ich ihn geholt? Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stürmer. Belotti hat einen Marktwert von 4,8 Millionen. Super. Echt geil. Dafür habe ich ihn geholt. Wahrscheinlich hat er gefühlt... Hat er wenigstens Tore gemacht?
Er hat nicht mal gespielt. Ach, Digga, ihr wollt mich doch verarschen. Ja, hier, Parrot. Was willst du? 24 Jahre alt. Ja, Bellotti, verpiss dich. Ja, hier, Vertrag aufgelöst, weil du scheiße bist. 12 Millionen für einen behinderten Hund bezahlt. Ab in den Sommer. Ich kann das nicht mehr. Ja, geil. Ich bin entlassen. Ich habe mich nicht rechtzeitig um Spielerwünsche gekümmert. Es ist jetzt das dritte Mal hintereinander, dass ich immer am 6.1. entlassen werde. Da ist doch eine Masche hinter ihr, ey. Gut, dann war es halt eine One-Hinrunden-Wonder. Dann gehen wir halt zu Asokli. Asokli. Die sind der letzte Platz. Der einzige Verein, der schlechter war als wir bis jetzt. Hype. Hype auf diese Mannschaft. Digga, hier ist ein 60er Innenverteidiger, der 39 ist. Was ist das für eine Mannschaft? Was bin ich hier sehen? Oh. Ich verstehe, glaub, warum die Letzter sind. Haben die irgendjemanden wenigstens verliehen? Die haben ja gar nichts. Die haben ja gar nichts. Na gut, dann simuliere ich ans Ende der Saison. Gut. 17.3. Ich bin nach 3 Monaten wieder entlassen. Wir haben kein einziges Spiel gewonnen. Wir haben 2 Punkte geholt gegen Inter und gegen AC Mailand. Ich gehe wieder nach Venedig. Venedig braucht mich. Venedig braucht mich einfach. Die wollen mich unbedingt haben. Die haben mich gar nicht erst vor 3 Monaten entlassen. Wie sieht's mit der Mannschaft aus? Haben sie irgendwas gekauft? Nee, natürlich nicht. Tessmann hat immerhin eine 79, der ist sogar ganz stabil. Ansonsten ist es immer noch der gleiche Dreckskader, wie vor 3 Monaten auch schon. Ja, ich bin wieder ins selbe Haus einfach eingezogen. Wie sieht es in der Tabelle mit uns aus? Hat sich richtig gelohnt, ja, mich zu feuern. Als ich da war, hatten wir, glaube ich, 13 Punkte. Nach 18 Spielen. Jetzt haben die in 11 Spielen 4 Punkte geholt. Ja, hätte ich mich auch mal behalten können. Und davon waren 3 Punkte letzte Woche. Ja gut, sie haben 5 Punkte geholt. Sie hatten 12. Ich habe nachgeguckt gerade. Einmal gewonnen, 2-mal unentschieden. Das war's. So, wir sind am 1. Juni angekommen. Und schaut mal an, was hier passiert ist. Wir haben 3 Spiele in einem Monat gewonnen. Gegen Bergamo, gegen Asokli und sein Ex-Verein und gegen AC Mailand. Hat es vielleicht noch für den Klassenerhalt gereicht? 1 Punkt hat gefehlt. Einer! Nein! 1 Punkt hat gefehlt. Und wie ich das Spiel kenne, können wir wahrscheinlich nicht den Verein wechseln, weil wir keine Angebote bekommen. Oh doch! US Lies, der HSV, Palmeiro, Parma Calcio, Darmstadt, die Hertha wollen uns alle. Ich gehe zu Hertha. Hahoe, Hertha BSC! Hertha hat uns nicht angenommen. Ja gut, dann zum HSV. Dann ab nach Hamburg. Nein, Hamburg sucht keinen Trainer mehr! Ja, ab nach Lies. Mann, ich wollte so gern zu Hertha. Bruder, was nehmen die? Die bieten mir den Job an, dann bewerbe ich mich und dann sagen sie, ja gut, doch nicht. Ja, doch nicht. Wir waren abgeschrieben. Wir waren 10 Punkte hinterm rettenden Ufer. Ich komme bis auf 1 Punkt hinten dran. In irgendwie 5 Spielen. Wir steigen trotzdem ab, aber nur durch 1 Punkt. Und dann will mich keine Sau haben. Alle sagen, ja gut, willst du herkommen? Ja, komm gerne. Ah nee, ja, wir haben nicht mal, haben noch mal ganz genau geguckt. Wir brauchen dich eigentlich doch nicht. Dann sag doch nicht. Dann sagt's halt nicht. Keine Trainerstellen verfügbar. Das war's aber auch vom heutigen Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. In der nächsten Folge werden wir dann sehen, wie es dann weitergeht. Ob wir vielleicht noch ein Jahr bei Wende sein müssen. Bei Venedig. Weil wir halt keine Angebote bekommen. Und wenn wir dann direkt aufsteigen, dann sind wir vielleicht beliebt, weil die sehen, die sind richtig krass. Richtig krassen. Ja. Das war's dann vom heutigen Video.
Lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da, kostenlos. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, checkt Mutant Kuddels ab. Das war's dann. Bis nächstes Mal. Und